was für ein Blatt. Er muss Butter. Nein, Mann. Da muss doch das Ass raus. 60. Von allen schlechten Karten war das nun wirklich die schlechteste. Kreuz Bube liegt. Ja, da sieht man, zu viele Damen können zum Problem werden. Skatmasters 2016. Endlich geht's wieder los. Ein Jahr Wartezeit hat ein Ende. Und es geht um dieses Baby hier. Oh. Jeder will den Pokal, aber nur die Allerbesten bekommen ihn. Und womit bekommt man den Pokal? Mit diesem Traumblatt. Na, da pocht das Skatherz, oder? Ich wünsche allen Spielern dieses Blatt, damit wir uns im großen Finale wiedersehen. Über 100 Skatspieler haben ein ganzes Wochenende alles gegeben. Es wurde gereizt, es wurde gemauert, es wurde hart gestochen. Man hat sich am Tisch nichts geschenkt und jetzt sind die drei Besten ermittelt. Und jetzt gehen wir auch direkt rüber. Kommt mit zum großen Skatfinale. Und da sind wir auch schon im Studio und das sind unsere drei Finalisten. Holger Jüting, Detlef Kalski. Und der Arno Buchenau. Jetzt habe ich mir Verstärkung ins Studio geholt. An meiner Seite ist der bezaubernde, charmante, unwiderstehliche Andreas Heinzgen. Wobei ich gerade nicht sicher war, ob du wirklich von mir sprichst. Ja, und es geht auch gleich los mit dem ersten Spiel. Falls Sie Stammseher des Skatmasters-Finales sind, dann kennen Sie unseren Tisch schon. Für die, die zum ersten Mal zuschauen, eine kurze Erklärung. Wir haben spezielle Karten hier, die ausgegeben werden. Jede einzelne Karte ist mit einem RFID-Chip versehen. Und im Tisch, Sie sehen dort die umkastelten Felder, sind Empfänger, sodass also die Karten sofort vom Computer erfasst werden und dann auch in der Grafik, die Sie am unteren Bildrand sehen, sofort Ihnen als Zuschauer angezeigt werden. Ja, und die erste Runde war gleich mal nix. Keiner traut sich zu spielen. Die Karten waren zu schlecht. Jeder hat gepasst. Arno. Ja, ich hätte auch nichts gereizt. Aber im zweiten Spiel sieht das schon ganz anders aus. Detlef hat drei Buben. Ich spekuliere auf einen Grand. Ja, naja, wenn er das Spiel übernimmt, denn sein Blatt an sich ist jetzt nicht so überzeugend, aber der Skat ist natürlich wie für ihn gemalt. Und das macht das Ganze dann auch zu einem richtigen Riesenblatt. Ass und Pik König. Schauen wir mal. Ja, Passer. Passer. Detlef hat das Spiel. Das sehen Sie an der roten Umrandung seines Namens. Und er bleibt total cool, obwohl er genau die idealen Karten für sein Blatt bekommen hat. Absolutes Pokerface. Sie sehen rechts, Holgers Name ist gelb unterlegt. Das heißt, er ist der Ausspieler. Das bedeutet, Detlef ist in Hinterhand. Und über Holgers Kartenfeld sehen Sie zum einen das laufende Spiel und zum anderen den Punktestand der beiden Parteien im jeweiligen Spiel, also wie viele Augen die Parteien schon eingefahren haben. Und der rote Punkt, das sind die Punkte oder die Augen des Alleinspielers. Also in diesem Fall Detlefs. Der rote Punkt korrespondiert dann mit dem roten Feld hinter seinem Namen. Und man muss kein großer Skatkenner sein, um prognostizieren zu können, dass da noch eine ganze Menge Punkte dazukommen werden. Ja, in Skatkreisen nennt man das auch eine sogenannte Oma. Und jeden Moment wird Detlef die Karten zeigen und sagen, der Rest ist meins. Ah, und da passiert es auch schon. Ja, da hätte er eigentlich nur falsch ausspielen können, um das Spiel zu verlieren. Genau. Großer Sprung jetzt in Spiel 16. Sie sehen aber, Arno und Detlef sind relativ dicht beieinander. Holger ist ein bisschen davongezogen, aber es sind noch zu diesem Zeitpunkt 20 Spiele zu machen. Also da ist noch mit diesem hier eingeschlossen 21 Spiele zu machen. Da ist noch gar nichts entschieden. Ja. Hören uns mal die Reizung an. Ich passe. Und bitte, Holger. Und hier wird deutlich, dieses Spiel ist ein klares Spiel, was erst durch den Skat zu einem richtigen Bombenspiel wird. Ja, in der Tat. Zweiter Bube dazu gefunden, die 10 zu Ass 9, 8 und dann das Kreuz lang, da kann man
Olga spielt Kreuz. Ein wunderbares Kreuz rausspielen. Tolles Zwei-Farben-Spiel. Müsste eigentlich sicher durchkriegen. Ja. Zwei Trumpfstiche dürfte er abgeben. Und der Rest ist dann seins. Was ja interessant ist, ist, dass Arno jetzt so ein bisschen den Holger wegziehen lässt. Arno ist ja, spielt seit über 30 Jahren Skat, hat auf der ganzen Welt schon Skat gespielt, ist amtierender Europameister und hat mir im Vorfeld gesagt, dass das sein größter Traum wäre, diesen Titel hier nach Hause zu holen. Aber dafür darf man nicht nur Spiele passen, sondern muss dann auch mal reizen, ne? Holger hingegen spielt eigentlich fast nur Online-Skat. Und das ist gar nicht so einfach, dieser Umstieg vom Online-Spiel auf das Spiel am richtigen Tisch. Zum einen kommt dann noch die psychologische Komponente dazu. Man kann, wenn man am Tisch sitzt, die Gegner unter Umständen einschätzen. Und man muss natürlich aufpassen, dass die Gegner einen selbst nicht zu gut einschätzen können. Und andererseits muss man sich mehr konzentrieren. Man kann beim Online-Skat zum Beispiel nicht falsch ausspielen. Das kann beim Skat am Tisch jederzeit passieren. Also der Umstieg ist so einfach nicht, aber bislang scheint Holger den recht gut zu bewerkstelligen. Dieses Spiel bringt er auch mit großer Sicherheit nach Hause und zieht insofern gleich nochmal um einiges davon. Aber wie gesagt, da folgen noch jede Menge Spiele, da ist noch gar nichts. Und ich sage, Arno kommt von hinten und räumt das Feld auf. Ja, beim einem Europameister muss man sowas auch zutrauen. Letztlich setzt sich beim Skat immer der bessere Spieler durch. Wir springen in Spiel 21 und jetzt hat Arno deutlich aufgeholt. Es zeichnet sich so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Arno und Holger ab. Und der arme Detlef, der schon immer völlig nervös am Tisch sitzt, ein bisschen schwitzt auch. Das ist mein Spiel. Nimmt jetzt wieder ein Spiel und Andreas, ich befürchte Böses irgendwie. Ja, na wobei, was er findet, ist ja so schlecht nicht. Es ist nicht ideal, gar keine Frage, aber das kann man schon gewinnen. Die Karten sind für ihn recht günstig verteilt. Da ist keiner der Gegenspieler, der jetzt eine große, lange Fahne hätte, mit der man ihn in die Bredouille bringen könnte. Wir schauen uns das mal an. Spielt also einen Grau mit Zweien. Den Herzbuben hat er jetzt gezogen. Sieht auch erstmal sicher aus für alle Skatspieler, die jetzt am Fernsehen sitzen, aber ich habe irgendwie... Die 10 hätte ich jetzt nicht gespielt, nee, auf muss keinen ich sagen. Fall. Den König hätte ich ausgespielt, um eben das Ass zu locken, das Karo Ass, oder möglicherweise einen Stich zu machen. Hätte sein können, dass der Gegner auch schnippeln will. Aber die 10 auszuspielen, das finde ich mutig. Zumindest aus seiner Perspektive. Wir sehen natürlich, dass es letztlich keinen großen Unterschied gemacht hätte. Die 10 hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit dennoch verloren, so wie die Karo-Karten verteilt waren. Aber aus seiner Perspektive, oh ja. Aber jeder hat halt seinen Spielstil und es sagt ja auch niemand, dass Detlef so spielen muss wie du oder ich, Yvonne. Genau. Noch hat er alle Chancen. Wenn er jetzt alles richtig macht, kann er das Spiel noch gewinnen. Aber auch irgendwie... wenn die Gegner jetzt schon bei 46 liegen, aber schauen wir mal. Jetzt kommt... Pik 9, König. Was macht er? Er schenkt ihnen die Dame. Die Gegner bei 53. Sowas. Mache ich sowas, wenn ich nicht sicher bin, dass das der letzte Stich meiner Gegner ist? Und das konnte er nicht sein anhand dieses Blattes. So, jetzt wirft er da noch reicht es ab sich. Mit der Karo 9. Man hätte ganz vieles an Detlefs Stelle anders machen können in diesem Spiel. Vielleicht angefangen von der Tatsache, nicht Grand zu spielen, sondern ein Karo mit 2, in der er mit großer Wahrscheinlichkeit gewonnen hätte. Aber so verliert er einen Grand mit 2 und das ist teuer für ihn. Warum spielst du die Herz-10 an? Karo-10. Detlef wirkt auch wie von der Rolle. Und du hast völlig recht, er hat ein sicheres Karo-Spiel machen sollen, das hat er jetzt gewonnen. Der Grand war einfach zu schwer für ihn. Und jetzt schnappe ich mir die dreimal und schaue, wie die sich gegenseitig einschätzen. Dann hat er sein Karo nämlich weggeschmissen. Was denkst du, wer ist der stärkste Spieler? Ich finde, beide sind stark. Auch Arno ist stark. Es ist ja nicht viel dazwischen. Schade, dass einer eben einen verloren hat. Ne? Aber es ist nun mal so. Es wird knapp, aber ich glaube, dass Arno gewinnen wird. Du setzt nicht auf dich, Detlef? Bin ich zu weit weg. Bei mir laufen die Karten im Moment nicht so gut. Ich muss immer so Notspiele machen. Und das ist extrem schwer. Ne? Aber der nervöseste Spieler ist der Detlef. Und in zweiter Linie dann der Holger, der auch nervös ist, aber er lässt sich nicht anmerken. Okay, deine Strategie jetzt für die letzten Spiele? Mal sehen. Angreifen. Risikoreich spielen? Aber nichts kaputt machen. Ich werde mein Level so weiterspielen, wie ich immer spiele, und nichts auf eine Karte setzen.
Ich würde mir wünschen, wenn ich 3 gute Spiele, davon 2 sehr gute Spiele bekäme. Und dann würde ich den Tisch kontrollieren und würde auch mal mit 3 oder 4 Buben passen, um die Liste zu gewinnen. Um dann bewusst ihnen ein verlierendes Spiel zu zwingen. Mein Opa hat immer gesagt, wenn man 18 sagt, hat man auch 18. Die Frage ist, mit welcher Karte man 18 sagt. Ja, die Skatweisheiten vom Opa, das sind manchmal die besten. Na dann, komm, sag mal dem Arno was. Schauen wir mal, was der Arno hat. Herzlang, Holger hat 3 Buben. Sagt ihm zufolge 18. Oder hört. Passe. Und gerade sagt der Arno noch, wenn man 18 sagt, hat man auch 18. Jetzt die hat er eigentlich nicht, oder? Ja. Es ist ein gefährliches Spiel. Also die 18, klar hat er die. Ich spiele ein Herz. Aber jetzt Herz zu spielen? Schau mal, was er gegen sich hat. Hat er da darauf gehofft, einen Buben zu finden und einen Grand zu spielen möglicherweise? Was hat ihn da jetzt gereizt? 4 Buben draußen, 3 auf einer Hand. Das ist schwer. Ich glaube, er hat eben im Interview gesagt, er hofft auf starke Blätter und die kriegt er nicht. Und deswegen hat er sich einfach gedacht, dann spiele ich mal mit einem nicht so starken Blatt. Aber eigentlich, er hat 14 Punkte gedrückt, muss also 47 Punkte aus dem Spiel holen. Das ist eigentlich nicht zu schaffen. Wobei ich nicht verstehe, warum Holger ihn nicht in Probleme gebracht hat, indem er von Karo ausgespielt hat. Man sagt ja dem Freunde kurz, dem Feinde lang. Arno war in Mittelhand, er hätte nicht gewusst, was er machen soll. Stechen, abwerfen, das Spiel hätte Holger mindestens 2-mal treiben können und Arno damit in ernsthafte Probleme bringen können. Hat er aber nicht. Ja, da muss man ganz klar sagen, Arno ist in volles Risiko gegangen und Holger hat ihm dankbar geholfen, dieses Spiel zu gewinnen. Ich habe 70. Genau. Und so hat er ein eigentlich kaum zu gewinnendes Spiel, muss man sagen, dank des Fehlers seines Gegenspielers Holger, doch noch gewinnen können. Ja, wenn ich Karo Ass anspiele, kriege ich den ja auch nicht. Karo Dame. Wir springen ins Spiel 28. Es ist immer noch ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Arno und Holger. Detlef hat auch ein bisschen wieder aufgeholt. Also er ist noch nicht raus, aber so langsam wird's knapp für ihn, wenn er noch Erster werden möchte. Holger sagt 18 und sagt gleich an Grang Hand. Oh, okay. Grang Hand, Holger, jetzt kann er wegziehen. Wenn er den gewinnt, zieht er weg. Und es sieht gut aus. Den wird er nach Hause fahren. Sowas hat man gern als Skatspieler. Also nicht, wenn man dann derjenige ist, der dagegen spielen muss, aber als derjenige, der die Reizung gewonnen hat, spielt man natürlich gern ein solches Blatt. Da kommt Freude auf. Einen Stich haben seine Gegner noch mit der Kreuz 10. Der kommt jetzt Herz 10 rein. Na, macht er nicht, okay. Hofft mit der Herz 10 noch einen Stich zu machen, aber die hätte er auch so sichern können. Da spricht man ja von der klassischen Oma, ne? Böser Blick von Holger. Aber es ist doch so. Du darfst dem Holger was sagen. 18. So, wir sind in Spiel 31. So, ja. Und Holger ist fast 200 Punkte weg. Dann musst du spielen. Na, siehst du, Arno, und jetzt dein Spiel. Muss Arno aufholen und das sieht doch gut aus. Das schafft er. Gewinnt einen Trumpf dazu. Oder findet einen Trumpf dazu. Ein Kreuz und Holger kommt raus mit. Und da sehen wir wieder ein klassisches Zwei-Farben-Spiel. Karten sind auch so gut verteilt, dass Arno das sicher gewinnen wird. Wenn er sich gut einstellt, spielt er sie sogar Schneider. Er hat gerade überlegt, ob Detlef jetzt tatsächlich das Karo Ass hätte spielen müssen, aber er hat wenig Alternativen. Da
Da sieht man, wie gesagt, der Mann ist Europameister, der hat den Überblick, der weiß, welche Karten draußen sind, der weiß, wie es mit den Augen ausschaut. Das ist schon ein guter. Und so hat er sich dann an Holger wieder ordentlich rangerobbt. 3 Spiele vor Schluss. 18. Wasser. Ja, da können sie beide eigentlich nicht reizen. Keiner will natürlich jetzt irgendein gefährliches Spiel riskieren, so kurz vor Schluss. Und dann guckt der Detlef rein und wir gucken in die anderen Blätter und die Trümpfe liegen wieder gegen ihn. Das ist so ein Spiel, das müssen die Gegner eigentlich zu zweit klar gewinnen. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob das auch gelingt. Arno sieht nicht glücklich aus. Nee, Arno gerade schnauft schon. Der ist mit Holgers Leistung gar nicht zufrieden. Ich glaube, Arno springt gleich über den Tisch. Und bums, hat das an die Backe gekriegt. Ja, aber es war echt am seidenen Faden, ne? Sie hätten es fast noch verloren. Ich glaube, Arno war auch echt sauer. Verloren mit 52, Detlef. Du bist mutig, aber das Glück ist nicht auf deiner Seite. Arno darf dem Detlef was sagen. Es sind noch 2 Spiele. Nee, Arno hört. Ich höre. Ja. Arno hat kein gutes Blatt zum Reizen. Aber er muss ein bisschen was riskieren, denn er liegt knapp 100 Punkte hinter Holger. Und es sind nur noch dieses und das darauf folgende Spiel. Aber er wird belohnt für seinen Mut mit einem idealen Skat. Nein, nicht ideal, aber zumindest einen sehr, sehr guten Skat. Dadurch hat er ein wirklich gutes Blatt auf der Hand. Und jetzt muss er Grang spielen, um Punkte, Punkte, Punkte zu machen. Nur so kann er den Holger noch einbekommen und vielleicht gewinnen. Ich spiele einen Grang. Arno spielt einen Grang und kommt selber raus. Aber ich möchte an dieser Stelle noch mal daran erinnern, Andreas, dass ich zu Anfang sagte, Arno wird von hinten das Feld aufrollen. Dann möchte ich an dieser Stelle auch mal daran erinnern, dass ich vorhin schon sagte, dass ich auf lange Frist immer der beste Spieler durchsetzen wird. Du bist ein Spatz. Wir werden sehen, wer das Ding jetzt an sich reißt. Ja, aber das ist eine klare Nummer für Arno. Ja. Und du hast recht, er musste den Grand spielen. Ein Herz hätte ihm zwar auch, was wäre es gewesen, 70 Punkte eingebracht, aber dann wäre er immer noch hinter Holger gewesen. Und wenn dann am Schluss ein Blatt kommt, bei dem eingepasst wird, dann ist er halt nur Zweiter und das will er nicht werden. Er hat schon einen Anspruch und wie du auch gesagt hast, sein größter Traum ist es, diesen Titel zu gewinnen. Und da muss man halt schon mal zeigen, dass man ein richtig großer Skatspieler ist. Ich wollte gerade sagen, in einem anderen Kartenspiel hätte man gesagt, all in gehen. Ja. Aber wie souverän er auch schaut, ne? Schluckt kurz, guckt hoch und denkt sich so, Holger, du kleine Wurst, dich kriege ich noch. Absoluter Profi. Hochachtung, Arno. Und Holger sieht seine Fälle davon schwimmen. Ich hab gewonnen. Denn jetzt ist Arno vorn nach diesem Spiel mit 3 Punkten vor dem letzten Spiel. Ganze 3 Punkte. Jetzt dürfen wir gespannt sein, was jetzt kommt. 73 gewonnen. Und in der Geschichte von Skatmasters hatten wir noch nie so ein enges Finale. Dass sich im letzten Spiel alles entscheidet und 3 Punkte die beiden Favoriten trennen. Ich bin aufgeregt. Aber schau dir Arnos Blatt an. Ja, null. Das zieht er durch, das reizt er jetzt durch. Da setzt er noch einen Grang drauf. Passe. Oder er macht das sichere Ding. Arno spielt das letzte Spiel. Holger geht raus, weiß, ja, die Nummer ist gegessen. Arno spielt keinen Grang. Arno wird sicher spielen. Wobei ich es nicht verstehe. Ich meine, Holger kann nichts verlieren.
Er kann es nicht verlieren, selbst wenn er Pik spielt und es verliert. Ja, dann ist er immer noch Zweiter. Ja, er muss eigentlich Pik Hand spielen, aber er scheut das Risiko. Er geht raus und überlässt Arno die Nummer. Und der macht jetzt ein ganz sicheres Kreuzspiel. Hat sich im Kopf wahrscheinlich schon ausgerechnet, okay, damit schaffe ich locker über 60 Punkte, fahr das Ding sicher nach Hause und fertig. Ich weiß nicht, ob Holger diesen Pik Hand gewonnen hätte, aber er hätte es doch in jedem Fall versuchen müssen. Seine einzige Chance, nicht nur Zweiter, in Anführungsstrichen, sondern Erster zu werden. Und ich meine, der Unterschied sind immerhin 10.000 Euro. Der Erste in diesem Finale gewinnt 25.000 Euro, der Zweite 15.000 Euro. Und auch Detlef, für den es nicht gut lief heute, der kann sich immerhin noch mit 10.000 Euro trösten. Holger hätte es in jedem Fall versuchen müssen. Den zweiten Platz hätte er nicht verlieren können. Der war ihm sicher. Aber das ist dieser unbedingte Killerinstinkt und der schlummert einfach mehr in Arno. Das haben wir während der ganzen Partie gespürt. Der scheut das Risiko nicht, der macht auch mal ein Spiel ohne Vieren und hat sich das jetzt verdient. Die 25.000 Euro hat er sich verdient und Holger ist eben nur Zweiter. Obwohl das auch, come on, Zweiter mit 15.000 Euro, nicht schlecht. In diesem Moment ist Arno der Gewinner des Skatmasters 2016, kann sich über den wunderschönen Pokal freuen und wird sich vermutlich über die 25.000 Euro, die er damit gewonnen hat, noch ein klein bisschen mehr freuen als über den Pokal. Denn damit entscheidet sich ja alles. Also, du hast 65 und hast gewonnen! Ja! Und da ist es passiert, Arno hat gewonnen, verdienter Sieger. Glückwunsch. Und wir gratulieren. Wie ich sagte, wie wir sagten, am Ende gewinnt der Beste. Und das war's auch schon wieder. Skatmasters 2016 ist zu Ende. Es war mir eine Freude, mit dir zu moderieren. Tschüss, Andreas. Tschüss, Yvonne. Bis zum nächsten Jahr.